Alise Saint-Rennes, heute eine kleine Stadt im Herzen Frankreich, war einst die Festungsanlage von Alesia. Dort schlug Cäsar im Jahr 52 vor der Zeitenwende die entscheidende Schlacht des Gallischen Krieges. Eingekreist von zwei zahlenmäßig überlegenen Armeen, gelang es Cäsar, einen der bemerkenswertesten militärischen Siege in der Geschichte zu erringen. Julius Cäsar ist der berühmteste römische Feldherr. In erster Linie jedoch war er ein berechnender, skrupelloser Machtpolitiker, der nur ein Ziel hatte, der erste Mann in Rom zu werden. Seine Eroberung Galliens und seine darauf folgende Herrschaft als Diktator des Imperium Romanum haben bis heute ihre Spuren in der abendländischen Kultur hinterlassen. Nach Alexander dem Großen ist Julius Cäsar zweifellos der überragende Feldherr der Antike. Zu der Zeit, als er seine ersten großen militärischen Erfolge errang, war er bereits beträchtlich älter als viele andere Generäle. Mitte 40 war für seine Zeit ein sehr hohes Alter. Es hatte relativ lange gedauert, bis er in eine führende militärische Position aufgestiegen war. Aber Cäsar war als Befehlshaber nicht nur ein großer Kämpfer, sondern auch ein großer Historiker. Seine Schilderungen des Gallischen Krieges und des Römischen Bürgerkrieges haben die militärische Geschichtsschreibung bis heute geprägt. Cäsar war ein sehr kluger Kopf, dessen Hauptinteresse immer der Politik, weniger dem Militärischen galt. Seine Großtaten auf dem Schlachtfeld waren nur Mittel zum Zweck, die römische Politik zu beherrschen. Cäsar wurde um das Jahr 100 vor der Zeitenwende als Sohn einer ehemals sehr wohlhabenden und mächtigen Patrizierfamilie in Rom geboren. Er war ein schlanker Mann mit weicher, heller Haut, der unter Kopfschmerzen und epileptischen Anfällen litt. Er war sehr auf sein persönliches Erscheinungsbild bedacht, sauber rasiert und sehr empfindlich, was seine vorzeitige Glatzenbildung betraf. Als Sohn einer Adelsfamilie wurde von ihm eine Karriere als Politiker erwartet.